Hallöchen, meine kleinen lieben süßen Tomtome, Tomodachis. Ich bin Kime und herzlich willkommen zu einem ersten meiner Videos wieder seit tausend von Jahren gefühlt. Der Anlass ist, ich will mir einfach nur angucken, ob es überhaupt noch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ob das überhaupt noch meinen Spaß noch erweckt. Dass mein Spaß überhaupt wieder zum Leben kommt. Und ja, wir spielen Paranormal Corrupted Lovers. Ich bete, dass es so heißt. Und ja, die Folgen waren auch kurz, weil ich mir das halt wirklich so angucken will, ob das so funktioniert oder nicht. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Gucke, ob ich das nicht verlernt habe. Das wird lustig. Ich starre aus dem Fenster des Busses, während er an endlosen Kiefern vorbeifährt. Als ich mir meinen Sommerurlaub vor der Filmschule ausgemalt habe, habe ich mir das sicher nicht vorgestellt. Das ist alles die Schuld meiner Mutter. Sie ist diejenige, die das hinter meinem Rücken Onkel Gary vorgeschlagen hat. Ja, er besitzt eine Videothek. Aber dort zu arbeiten ist nicht das gleiche wie ein Praktikum. Ich wünschte, sie hätte mich einfach einen Film mit meinen Freunden drehen lassen. Wie ich es wollte. Aber ich nehme an, sie wollte mir nur helfen. Vielleicht lenkt mich diese blöde Zeitschriftenquiz ab. Was ist deine liebste übernatürliche Kreatur? Mir wurde nichts von einem Werwolf erzählt, okay? Ich habe mir halbwegs bei Google Play die Beschreibung durchgelesen. So ganz, ganz grob. Und ich dachte, da ist ein ganz normaler Dude. Wo war da ein Werwolf? Ich nehme anscheinend den Werwolf, weil den ich im Auge habe, dachte, wäre ein normaler Mensch. Ja gut, Werwölfe? Grundsätzlich hätte ich aber gesagt, sind Geister ganz cool. Aber Wölfe. I guess. Obwohl sie fürchterregend sein können, habe ich das Gefühl, dass ein Werwolf eigentlich ein Softie ist. Wenn ihnen etwas an dir liegt, werden sie alles tun, um dich zu beschützen. Sie sind so stark und mächtig. Der Bus wird langsamer, als wir in die Stadt einfahren und kommt schließlich am Busbahnhof zum Stehen. Ich seufze schwer. Everly Springs, eine kleine Stadt mitten im Nirgendwo. Dann mal los. Nachdem ich meine Sachen zusammengepackt habe, steige ich aus dem Bus und versuche, positiv zu denken. Was für eine Eigenschaft. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Es ist mal ein Tapetenwechsel von der Stadt und das habe ich mir ja grundsätzlich gewünscht. Ich könnte hier sogar einen oder zwei Freunde finden. Unwahrscheinlich, aber vielleicht. Hi, Kime. Hier drüben. Onkel Gary. Ich lasse meine Taschen fallen und umarme meinen Onkel. Ich habe ihn seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Aber er ist fröhlich wie immer und hat seine Vorliebe für kitschig gemusterte Hemden nicht verloren. Ich schätze, manche Dinge ändern sich nie. Wie geht es meiner Lieblingsnichte? Ich bin wahrscheinlich deine Einzige. Gut. Es ist schön, dich wiederzusehen. Meine Güte, sieh dich an. Du bist erwachsen geworden. Wie die Zeit verfliegt. Er schüttelt den Kopf. Es kommt mir vor wie gestern, als du in den Sommerferien hier warst und mit den Nachbarskindern herumgetobt bist. Ja, das kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Ehrlich gesagt, kann ich mich kaum noch dran erinnern. Du wirst feststellen, dass sich hier viel verändert hat, seit du das letzte Mal hier warst. Ach ja, zum Beispiel? Mein Onkel schüttelt den Kopf. Das wirst du schon sehen. Komm, ich bringe deine Sachen zum Auto. Danke. Er trägt meine Taschen zu seinem alten Kombi,
und springe auf den Beifahrersitz. Laute Rockmusik dröhnt aus dem Radio, als er den Wagen startet. Du hast immer noch die gleiche Musik von vor Jahren hier drin. Was soll ich sagen? Es ist ein Klassiker. Ich schüttle lächelnd den Kopf. Onkel Gary führt uns zu seinem Haus. Unterwegs fallen mir einige Schilder in der Stadt auf. Der Everly Wassermann? Der geheimnisvolle Eulenmann? Was hat es damit auf sich? Stimmt, du wirst dich nicht erinnern. In den 50er und 60er Jahren war Everly Springs eine echte Touristenattraktion. Die Leute kamen von weit her, nur um die Wie spricht man das denn aus? Kryptiden zu sehen. Können wir sie nicht einfach Monster nennen? Ich habe leider gar keine Ahnung, wie man das ausspricht. Tut mir leid. Als wir vorbeifahren, steige ich auf die verblasste Werbetafel des Everly Wassermann. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber sein Gesichtsausdruck hat etwas Trauriges an sich. Was ist also passiert? Das Gleiche, was immer an Orten wie diesen passiert. Die Sichtungen wurden weniger, also ging das Geld aus. Er deutet auf mehrere Gebäude entlang der Hauptstraße an, deren Fenster und Schildern zum Verkauf stehen. Das ist schade. Ja. Glaubst du, dass die Monster wirklich echt waren? Oder Fabelwesen ist mir auch ganz recht. Oder waren das nur ein paar gelangweilte Kinder, die mit Masken herumliefen? Onkel Gary lacht. Ich bin unschlüssig. Die Legenden wurden im Laufe der Jahre sicherlich übertrieben und ausgeschmückt. Aber ich kann mir nicht helfen, wenn ich denke, dass es irgendwann einmal etwas gab. Was glaubst du, Kime? Um jetzt die Realität zu reden, ich denke schon, dass solche Fabelwesen eventuell existieren können. Oder ich bin auch sehr abergläubig, deswegen an sich denke ich das schon. Aber ich wäre dann hundertprozentig überzeugt, wenn ich das auch in echt gesehen habe. Weil das ist dann einfach nur so eher ein Wunschdenken, dass solche Wesen oder Kreaturen so existieren. Aber grundsätzlich jetzt so gesehen, wenn ich das sehe, glaube ich sofort. Ich bezweifle, dass es sie gibt. Wahrscheinlich war jemand high. Ach so, da war jemand high. Er hat einen großen Vogel gesehen und hat sich erschrocken. Onkel Gary lacht. Du klingst wie das skeptische Mädchen aus der Serie, die deine Mutter schaut. Aber liege ich falsch? Wenn ich ein Fabelwesen mit meinen eigenen Augen sehe, dann werde ich es glauben. Ha! Genauso wie ich es gesagt habe. Aber solange der Eulenmann nicht selbst vor mir steht, halte ich das für Quatsch. Wenn du den Eulenmann siehst, sagst du mir besser Bescheid. Er stößt mich mit seinen Ellenbogen an. Everly Springs braucht eine Fabelwesensichtung, wie die Wüste den Regen. Er biegt in seine Einfahrt ein. Wir gehen ins Haus meines Onkels und ich bringe meine Sachen ins Gästezimmer. Bevor ich meine berühmten Spaghetti koche, muss ich noch schnell in die Videothek vorbeischauen. Willst du mitkommen? Ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Hört sich gut an. Ich frage mich, was für eine Videoauswahl sie haben. Dieser Ort ist so rückständig, dass sie wahrscheinlich noch nicht einmal von Vampirkiller 3 gehört haben. Mein Onkel und ich fahren rüber zu seinem Laden. Ich war mir nicht sicher, was mich erwartet, aber als ich den Laden betrete, hat er etwas Charmantes an sich. An den Wänden sind mehrere Bildschirme angebracht, auf denen der neueste Gruselfilm läuft, und auf dem Tresen steht ein weiterer Fernseher. Meine Freunde, darf ich vorstellen, dieser Punky-Dude, oder wo ich dachte, er war ein ganz normaler Typ, ist anscheinend ein Werwolf. Das ist er. Den habe ich ein Auge geworfen. Ein junger Mann, etwa in meinem Alter, sitzt hinter dem Tresen und sieht sich den Film an. Der sieht nicht so werwolfartig aus. I'm sorry.
Trotz seines langweiligen Uniformhemds sieht er mit seinen vielen Ohrlöchern und gefärbten Haaren wie ein Außenseiter aus. Oh, das. Oh, ich finde das hat was. Oh, das ist voll gemein. Der sieht doch ganz hübsch aus. Ein bisschen anders als die anderen. Ach, der Arme. Hey, Kid. Ist etwas passiert, während ich weg war? Kid. Er heißt Kid? Naja, steht auf und kommt hinter dem Tresen hervor. Nicht wirklich. Er fährt sich mit der Hand durchs Haar. Da ist eine Mütze. Okay, ich hinterfrag's nicht. Jemand hat endlich das Video die galaktische Eroberung zurückgegeben. Das wurde aber auch Zeit. Kid, ich möchte dir jemanden vorstellen. Onkel Gary tritt einen Schritt zurück und macht eine Geste in meine Richtung. Das ist meine Nichte, Kime. Warte mal. Er blinzelt mich an. Kommt mir bekannt vor. Meine Familie war jeden Sommer hier, also als ich noch ein Kind war. Du bist es wirklich. Wir haben immer zusammen mit Actionfiguren gespielt. Er lacht, ich auch. Stimmt, das haben wir. Okay. Actionfiguren, sie weiß sofort Bescheid. Wow, das hätte ich fast vergessen. Ich habe dich nur nicht wiedererkannt. Ja, ich habe mich seither sehr verändert. Haare streicheln. Und was machst du jetzt so? Warte, war ich das oder er? Oh, sorry. Also, wenn beide mit KI anfangen, kann ich's mal verwechseln. Er hat das gefragt. Kime wird den Sommer über hier arbeiten. Sie wird im Herbst auf die Filmhochschule gehen und ich dachte, sie könnte hier ein paar Erfahrungen sammeln. Wirklich? Mann, das ist so cool. Er sieht aufrichtig begeistert aus. Worauf willst du dich denn speziell... Warum? Was sieht mir das jedes Mal? Worauf willst du dich denn spezialisieren? Ich will Regie führen. Das ist großartig. Ich wollte schon immer Drehbuchautor werden. Ich habe eine Zeit lang an einem Drehbuch gearbeitet. Ich lasse euch jetzt allein, damit ihr euch unterhalten könnt. Ja? Ich bin im Hinterzimmer, falls du etwas brauchst. Klingt gut. Ich drehe mich wieder zu Kid um. Und was danach passiert, sehen wir in der nächsten Folge, wenn es eine gibt. Vielleicht. Eventuell. Sehr wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Die Begrüßung und die Verabschiedung. Keine Ahnung mehr. Bye bye und bis zum nächsten Mal vielleicht. Kling.